Hallo und herzlich willkommen hier bei Ektowolle. Ich wollte gerade sagen, zu irgendeiner komischen Burgenfolge, aber ist ja gar nicht, sondern ist jetzt mal ein bisschen Lava wieder. Good Game Empire und so weiter. Blub, blibla, blub und ja. Genau so müssen wir das Thema anfangen. Einfach, dass ich nicht weiß, worüber ich wirklich reden kann. Mann, beim nächsten Mal schreibe ich mir auf jeden Fall wieder ein Skript oder irgendeine andere Scheiße. So, Mann. Irgendwas am Winter. Also gut. Bevor ich jetzt anfange, ja, ich habe eine Taube. Ja, ich hatte auch am Wochenende eine Taube. Natürlich habe ich eine Taube für 7 Tage. Und ja, wir hatten auch am Wochenende einen Krieg mit der Rebel. R6. Da bin ich natürlich nicht mitgelaufen, weil ich am Sonntag nicht da war, weil ich da natürlich auch eine Taube hatte. Und der Einzige, der da zurückgelaufen ist, ja, es stimmt, der Einzige, der da zurückgelaufen ist, ist Schwummel gewesen. Den ich auch wirklich auch gesehen habe, der auch zurückgelaufen ist. Allen anderen, keine Ahnung, ob die zurückgelaufen sind. Also Schwummel, wenn du das hörst, diesmal bist du der Einzige, der zurückgelaufen ist. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich kriege jetzt wieder keinen bösen Kommentar mehr von Schwummel, der sagt, ich bin der Einzige, der zurückgelaufen ist. Ja, Schwummel, du bist der Einzige, der zurückgelaufen ist, Mann. Alter. Ich habe ja auch noch einen Angriff gescreamt, wo Schwummel, also es war einer seiner ersten Angriffe, da hat er ein bisschen Werkzeug vergessen. Das fand ich witzig. Aber ich glaube, er hat auch nachher noch Werkzeug mitgenommen. Von daher, ich wollte einfach nur diesen einen Angriff hier mal eben kurz zeigen. So. Gut, ansonsten zum Krieg kann ich halt nichts sagen, weil ich halt, wie gesagt, nicht dabei war. Ich war Sonntag auch nicht da, Sonntag war ich unterwegs. Daher kann ich da, wie gesagt, auch nicht wirklich zu was sagen. Ich habe so ein bisschen Discord mich ein bisschen mit reingesetzt, 1-2 KBs mit angeguckt, aber das war's halt. Ich habe mich jetzt nicht wirklich großartig zum Krieg halt wirklich interessiert oder sowas. Wie gesagt, Taube, da machst du halt so ungefähr nicht viel. Also gut, das Thema, ich wollte gerne mit euch mal so ein bisschen über die Off- und Death-Verhältnisse einfach auch mal so kurz mal reden. Ja, jetzt läuft natürlich gerade ein Angriff, aber ist auch egal. Also gut, Off- und Death-Verhältnisse habe ich mir einfach mal so überlegt, wäre das Beste so ein 3-1 Off- und Death-Verhältnis. Also auf 3 Deaths tut ihr eine Off so ungefähr rauf. Das ist so, denke ich mal, das, was wo es relativ gut funktionieren würde. Ich habe mir jetzt einfach mal so gedacht, dass ich so probiere, in der Burg circa um die 20k Def so ungefähr zu halten. Klappt nicht unbedingt in jeder Burg, aber ich probiere es auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall circa 20k erstmal drinne sind, um natürlich auch einen größeren Angriff oder beziehungsweise auch einen Angriff besser defen zu können. Natürlich, wenn jetzt ankommen mit ihrem neuen Konstrukten und so wo ungefähr und dann auch noch mit 11-Welle oder sowas, sind auch schon 20k Def auch schon wieder sehr mager, so ungefähr. Müssten, sollten eher 30k Def drin sein. Aber 30k Def packe ich einfach noch nicht. Dafür ist meine Burg halt einfach zu schlecht und beziehungsweise dafür ist mein Account oder dafür bin ich jetzt einfach als Spieler, ja, nicht motiviert genug, das durchzuziehen. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Aber trotzdem sollte das auf jeden Fall drin sein, da auch mehr Def als Off in seinen Bogen drin stehen zu haben. Wir haben zum Beispiel ganz eine gehabt, dass ich sehr, sehr viel Off drin stehen habe und dafür aber weniger Def. Und hatte dann pro Burg ca. nur 10k Def. Das ist natürlich zu wenig. Das ging vielleicht vor vielleicht einem Jahr oder sowas. War das noch alles kein Problem. Mittlerweile ist das halt nicht mehr wirklich gut, dass man sich damit halt selbst deffen kann. Daher habe ich jetzt überall zum Beispiel jetzt 20k Def jetzt gerade in der Hauptburg und ca. 3k Off oder sowas. Und bin natürlich im Plus. Ich kann natürlich noch ein bisschen mehr Off auf jeden Fall noch reintun. Werde ich demnächst auch, denke ich mal, noch tun. Denn zum Beispiel in dem AP Mäh ist das so, dass ich ca. 4k Off habe, ca. 5k und ca. 16k Def. In etwa ein 3-1 Verhältnis ist, würde ich sagen, schon mal okay. Vielleicht kann man auch ein 4-1, je nachdem so ungefähr. Dann habe ich hier zum Beispiel, habe ich halt auch 18k Verteidiger, 6k ca. Off. Das würde ich sagen, ist auch noch circa in Ordnung. Wie gesagt, ich könnte mir auch durchaus auf jeden Fall auch noch mehr reinstellen. Und mehr wäre sogar definitiv sogar auch noch sinnvoll, sich noch mehr Off... Ja, Entschuldigung, sich noch mehr Def zu haben. Weil Off ist schwierig. Also mit denen kannst du auch nicht so gut deffen. Und natürlich auch schon erwähnt, durch den neuen Konstrukten und durch viele andere Sachen, zum Beispiel auch, dass du jetzt mit 11 Wellen laufen kannst, dass du mit Truppen mitnehmen kannst, ist halt im Endeffekt, um sich selbst zu steffen, ist 30k, glaube ich, schon eine gute Sache. 30k kann ich, wie gesagt, leider bis jetzt noch nicht halten. Daher 20k, finde ich, ist auf jeden Fall für mich eine gute Sache. Und ich denke eher so dran an das 3-1 Verhältnis. 3-1 Verhältnis, glaube ich, habe ich circa drin. An sich, daher ist das, würde ich sagen, okay. Vielleicht bei der 1-2 Burg nicht ganz so. In den Welten jetzt auch noch nicht so ganz so. Da bin ich, glaube ich, hänge ich noch ein bisschen mehr hinterher als im Grün. Aber das ist irgendwie einfach so. Ich würde gerne mal von euch wissen, wie viel Off-Deaths zum Beispiel ihr auch in euren Burgen drin habt. Es gibt ja diese Hardcore-Gamer, also die haben, glaube ich, relativ gut. Die haben aber auch genügend. Ich glaube, ab einer gewissen Death-Zahl ist das, glaube ich, auch nicht mehr wichtig, so ungefähr, wie viel Off du hast. Also, wenn du natürlich halt, ich weiß, in jeder Burg 100k Death hast, so,
dann kannst du auch meinetwegen 200-300k aufhaben, dann ist das scheißegal so ungefähr. Aber ich denke mal so, wenn du schon probierst, dich selbst in etwa zu deffen, denke ich mal, sollten 20k oder bezüglich Minimum, Minimum, wirklich allergrößtes Minimum, 15k in der Burg auf jeden Fall da sein. Am besten 20k habe ich jetzt auch nicht überall, bin ich ganz offen und ehrlich. Kriege ich nicht ganz hin, aber auf jeden Fall, dass man schon probiert, sodass man schon mehr Def auf jeden Fall drin hat in der Burg. Gut, das war auf jeden Fall auch schon mein Thema für heute. Ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr vom offenen Def-Verhältnis? Was sagt ihr, wie viel Def und wie viel Off sind wirklich halt in den Burgen relevant oder sind zum Beispiel auch gut, wenn ihr die Burgen natürlich deffen wollt. Wenn ihr Brand-BV habt, ist scheißegal, denn dann braucht ihr gar keine Def. Dann könnt ihr mit dem Ganzen mit Off spielen oder so. Aber wer spielt eigentlich noch mit Brand-BV? Es gibt wirklich gute BVs. Natürlich, klar, zurzeit ist es wieder so, dass halt die Off-Seite wieder ein bisschen höher ist. Aber ich denke mal, die Def-Seite wird auch irgendwann im nächsten auch wieder nachrutschen. Und dann macht es keinen Sinn, zum Beispiel sich wieder ein Brand-BV zu rollen, zu ballern oder so. Daher direkt erstmal probieren, die ganze Scheiße zu deffen. Oder halt OT machen oder sowas. Oder einfach nicht da, sondern in der Taube sitzen. Das kann man natürlich auch machen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Freue mich natürlich auf eure Meinung und auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, sagt ihr der Ecto Wolle. Tschüss.